Akzeptanz. Ja, ich habe gedacht, das ist hier gerade ein gutes Panorama für das Thema Akzeptanz. Ne? Weil ich versuche ja immer, es so drumherum zu filmen, dass man die Strommaste nicht sieht. Wobei es halt auch nichts mit, jetzt nur mit Akzeptanz, weil ich meine, ich laufe da unten durch, ich habe da kein Problem damit. Es ist einfach halt nicht schön, wenn man das im Bild hat. Ne? Wobei die Wolke halt, also ohne das wäre die Wolke natürlich wunderschön. Ne? Ja, passt also dann doch. Ne? Ja, wir haben ja noch zwei Dinge in dem Bild, was Akzeptanz, wo Menschen ein Problem damit haben, die Windmühlen. Die mir aber jetzt schön ansagen, dass es gerade in die Richtung der Wind geht. Was bedeutet, dass diese Wolke, die da so schön regnet, eventuell doch noch zu uns wieder zurückkommt? Ne? Also es wäre schön. Ne? Wir hatten ja jetzt schon ein bisschen Regen, sonst könnte ich hier jetzt nicht kilometerweise durch die Gegend laufen. Ja, und ja, ohne den Mast hätte ich keinen Empfang. Es ist einfach so. Und ich weiß, wie es ist, wenn man keinen Empfang hat. Leute, die öfter im Ausland unterwegs sind, wissen das auch teilweise. In China wahrscheinlich eher nicht. Aber ich habe da auch keine Ahnung. Aber wie gesagt, ich habe halt so gedacht, das ist ein gutes Beispiel für Akzeptanz. Und dann fährt dann auch noch ein Motorrad durchs Bild. Ne? Also, es hat alles seinen Sinn. Die Windmühlen machen den Strom für die Elektroautos, ja. Also es muss ja irgendwo herkommen und ich finde es einfach immer noch besser, Windmühlen wie Atomkraft. Es ist halt einfach so. Ne? Und wie gesagt, ich habe jetzt gerade gedacht, das ist ein schönes Bild für das Thema Akzeptanz. Und es ist ja meistens sowieso so, dass wir nichts dran ändern können. Also ich kann ja jetzt nichts dran ändern, dass die Wolke da drüben regnet. Ne? Ich hätte gern, dass sie hier bei mir regnet, bei uns regnet, hier für diese tollen Äpfel da, damit die noch ein bisschen Saft kriegen. Aber ich kann nichts dagegen tun. Und das ist der wichtigste Teil an der Akzeptanz, dass man die Dinge so nimmt, wie sie halt nun mal sind. Ja. In dem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.